Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht los und herzlich willkommen zu einem neuen Football-Video auf meinem Kanal, Leute. Heute mit dem 95er in Form von Lionel Messi, Leute. Geiles Team am Start gewesen, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute. Wer ist euer Lieblingsspieler? Wen feiert ihr mehr dieses Jahr? Messi oder Ronaldo? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Bleibt wie immer bis zum Schluss dran, wenn ihr Bock habt. Wir starten direkt. Ich hoffe doch, ihr bleibt dran. Let's go. So, ab geht die Post. Ja, mit der 3-4-1-2. Ja, ihr wisst es, Alter. Nicht meine Lieblingsformation, aber wir schauen mal. Oh, Digga. Oh, Messi und Figo. Scheiße, Alter. Warum aber wieder beide, ey? Mann, Figo ist nice als 90er, aber wir haben halt auch Messi, Alter. Mist, aber Figo ist schon fresh, Alter. Komm, wir nehmen mal Figo mit. Vielleicht kriegen wir Messi ja noch. Wer weiß, Digga. Ich kriege mir Messi auch nochmal, Leute. Checkt immer noch gerne den Shop aus. Ne, wisst ihr ja, nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Blauwein, Rot, in Grün, Orange und in Blau, Leute. In den vier Camouflage-Farben. Die neuen Designs, die alten Designs, viele weitere Designs. Checkt's aus, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen, Orange, Blau, Rot und Grün. Und ihr wisst, gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Also checkt's mal aus, wenn ihr Lust habt, ja. Wäre cool, Mann. Ich danke euch. Wäre fresh. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Wir gehen auf die... Wow, Pink schon wieder. Noch eine Icon, come on. Digga, nice, Alter. Ryan Giggs. Aber wir haben auch Kingsley Coman. Aber hat der 4 Sterne? 4 Sterne? Ne, 3 Sterne. Ich wollte schon sagen, der hatte noch nie 4 Sterne schwarer Fuß. Ich wollte gerade sagen, wo kommen die denn hier? Ryan Giggs, 2 Sterne schwarer Fuß. Ja, daran hat er sich ein Beispiel genommen. Gut, nehmen wir Giggs mit. 2 Icons, ist saftig. Beide jetzt nicht die aller highest rated Icons. Ah, vor allem Giggs mit 87, aber Figo ist okay mit 90. Naja. Naja, geht besser, ne? Komm, und jetzt noch Pirlo im Mittelfeld. Ja, leider nicht, Alter. Paul Pogba. Mois. Luis Alberto, Thiago, Parejo, Alan, Pogba. Was soll der Geiz? Nehmen wir Paul. Paul Pogba. Der wird nicht gut, da sehe ich schon an der Animation. Wusste ich doch. Al Kongolo, der war mal Außenverteidiger, Alter. Außenverteidiger war der irgendwie auch viel schneller. Jetzt hat er, obwohl, ne, ich weiß gar nicht, so viel schneller war der gar nicht. Ich glaube, der hatte 74 oder 76 Tempo, jetzt hat er 71. Naja, gut. Huddersfield wieder abgestiegen in die zweite Liga. Mina, Alter, der war bei der WM. 2018 nicht. Das war nicht 2018, das war 2014, ne? Oh, das 2014 ist schon so lange her. Das muss ja da gewesen, weil letzte WM war der nicht so gut, ey. Ich glaube, das war 2014, wo der richtig gut war mit Kolumbien. Danach ist er auch nach Everton, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob der danach direkt zu Everton gegangen ist oder irgendwo anders. Auf jeden Fall ist er danach zu einem guten Verein gegangen. Aber ich meine, das wäre 2014 gewesen. Aber das ist schon 5 Jahre her. Kann das sein? Obwohl doch, 2014 war ja generell Kolumbien so krass. Da war ja auch James. Das war das Jahr, wo James sozusagen richtig da war. Übrigens gerade James berühmt durch wurde. Ich meine, vorher... Ja gut, der war vorher bei Monaco. Ja. Und von Monaco... ist er, glaube ich, dann nach der WM zu Real Madrid gewechselt. Ich meine, das war direkt nach der WM, weil er da halt komplett rasiert hat. Ja, war schon nicht verkehrt, Mann, muss ich sagen. Federal, war der nicht mal irgendwie Mittelfeldspieler, Digga? Innenverteidiger, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bislang, chemietechnisch, naja, dieser Cook hier ist okay. Nehmen wir mal mit den Cook. 53 Chemie bislang, ist auch scheiße, wenn man ehrlich ist. Ducouré haben wir noch am Start, Dani Ceballos auch noch am Start, aber Ducouré ist Franzose, ist higher rated, links sogar noch grün, den Paul Pogba, deswegen nehmen wir Ducouré mit. Okay, also, naja, Team, ist gut, ist okay. Oh, Hummels, Alter. Aber wir müssen jetzt eigentlich mal Hummels mitnehmen, damit wir einen high rated Spieler kriegen. Ich sag mal so, Mathe wäre natürlich gut. Aber Hummels ist auch saftig. Komm, Alter, nehmen wir Hummels mit. Aber so der Geiz, Alter. Passt zwar nicht so wirklich komplett rein, aber okay. Doch, da jetzt hier mit Birki, obwohl wir haben auch De Gea. Wir haben auch David De Gea, der ist dann doch ein bisschen besser, bringt uns auf 80, Birki auch auf 80. Aber De Gea bringt uns auf 83 und Birki nur auf 82. Deswegen nehmen wir De Gea mit und De Gea hat 89, Birki 85. Ich glaube, das brauche ich nicht erklären, ne? Ich glaube, das macht schon Sinn hier. Weiter geht's auf der Stürmerposition. Oh, Zlatanovic hat sich ja jetzt verabschiedet, Leute, von Galaxy. Absolute Legende. Habt ihr es mitbekommen, auf Instagram geschrieben, ihr wolltet Zlatan, ihr habt Zlatan bekommen. Jetzt geht weiter Baseball schauen. Bester Mann, Alter. Zlatan,
absolute Legend, Alter. Eine absolute Legend, Alter. Kann man nichts gegen sagen. Absolute Legend. Nehmen wir mit, Alter. Come on, in Zlatan. In Zlatanovic, Alter, nehmen wir direkt mit. Ich bin gespannt, wo jetzt hingeht, Leute. Was meint ihr? Ich weiß nicht, Alter. Abschieds-Footdraft hier von LA Galaxy. Was meint ihr, wo geht der hin, ey? Ich weiß es nicht. Es gab ja, wie gesagt, es gab ja irgendwie das Video, wo er ja angekündigt hat, dass er nach Spanien zurückkommt. Aber irgendwie das, ich sag mal so, das härteste Gerücht momentan ist eigentlich AC Mailand. Aber dann check ich, weil er hat ja selber angekündigt, dass er irgendwie nach Spanien zurückkommt. Also check ich auch nicht ganz, aber okay. Müssen wir mal abwarten. So, wir haben Harry Kane und Lewandowski. Lewandowski, boah, Son haben wir auch noch, Alter. Fast übersehen, ey. Gut, nehmen wir jetzt mal Harry Kane mit, war schon das zweite Mal da, für die Chemie ist ganz gut, 91, na, 88er Bewertung, 91 Chemie ist vernünftig, muss ich sagen. Oh, nehmen wir auch noch, na, Tejes hat auch einen neuen Inform bekommen. Ja gut, ich sag mal so, Neymar bringt gar nichts, außer dass er hydrated ist, ist natürlich saftig, aber sonst, ja gut, bringt er wirklich null. 0-0-0 bringt der Kollege Neymar. Nächster Icon, come on, Pink Animation ist, nice, Alter, Zanelli und Sokratis. Sokratis gar nicht so verkehrt, Hazard bringt uns in dem Falle nicht so viel, weil wir keinen einzigen La Liga-Spieler bislang. Aber das habe ich, glaube ich, auch noch nie. Bislang, komplette Startelf durch, noch keinen einzigen La Liga-Spieler, läuft. Okay, nehmen wir Sokratis mit, machen wir erstmal, zack, Ducouré raus. Sokratis, zack, hier hin. Ja, ist okay, Mann. Warte mal, was mit, ich glaube, jetzt kriegen wir sogar noch einen mehr, ne, mit Ducouré, aber scheiß auf. Den einen Chemiepunkt lassen wir erstmal, Leute. Da können wir erstmal drauf scheißen, würde ich sagen. 88er Wertung immer noch. 93 Chemie. Oh, ist okay, Alter. Wir kriegen High-Rated Spieler, das gefällt mir. Antoine Griezmann, oder wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, noch keinen La-Liga-Spieler, aber Griezmann wird jetzt der erste La-Liga-Spieler sein. Pereira auch, gute Werte, mal richtig geile Rechtsverteidigerkarte. Muss man schon sagen, Alter. 67 Stärke hat nicht so eine geile Stärke, aber sonst. Babakarte, Alter. Grisi nehmen wir mit. 90 Rate. Kriege ich auch richtig oft in letzter Zeit, Grisi, Alter. Richtig oft. Sieht irgendwie vom Weiten her übertrieben gleich aus. Die haben dieselbe. Okay, die haben dieselbe Flagge und die Wappen von den Vereinen haben auch dieselben Farben. Aber gut, einer ist 90 rated, einer ist 84 rated, einer spielt am linken Flügel, einer spielt im Zentralmittelfeld. Also weitere Ähnlichkeiten gibt es da nicht. Talisca am Start. Ohne Scheiß, diesen Transfer kann ich immer noch nicht verstehen, ne? Der war ja vorher bei Besiktas, dann ist er zu Guangzhou Evergrande gegangen nach China. Klar, gut. Also das heißt, ich kann den Transfer nicht verstehen. Klar, der wird da mehr Cash bekommen. Aber der ist 94 geboren. Das heißt, der ist 25, Alter. Junge, Digga. Ich meine, der kann da doch mit 35 immer noch hingehen. Also keine Ahnung. Aber dasselbe bei Oscar damals. Oscar ist ja auch so mit 25 nach China gegangen. Das checke ich dann noch nicht, ohne Witze. Kein Plan, Mann. So ein bisschen unnötig. Er kann mit in 10 Jahren immer noch machen. Alter. Okay, wer weiß, ob er dann noch das Angebot bekommt, aber weiß man natürlich nie, aber ich denke schon. Also China, die wollen jeden gefühlt haben, von daher. Naja gut, aber war geiler Spieler, Alter, bei Besiktas. Jetzt verfolge ich es natürlich nicht mehr wirklich. Aber gut, man kann man nichts machen, Alter. So ist es halt. Machst du nichts, Alter. Machst du absolut gar nichts. Paredes haben wir noch am Start. Sand. Kennt ihr noch Ebbe Sand damals von Schalke? Oder absolute Legende Ebbe Sand. Boah, wie lange spielt der nicht mehr? Bestimmt schon 10, 15 Jahre. Oh. Oh, Digga. 95er Messi ist da. Nice, Alter. Kann man mal machen. Die Maria Mané, Mbappé haben wir auch noch am Start. Gott sei Dank haben wir am Anfang nicht Messi mitgenommen. Ne? Gott sei Dank haben wir am Anfang Figo mitgenommen, um jetzt hier den 95er Messi zu bekommen. Man könnte meinen, wir haben es extra so gemacht. Haben wir auch. Mal by the way. Aber Messi passt absolut null ins Team. Alter, was haben wir eigentlich für eine Bank hier? Und die Bank ist full heftig, Alter. Muss man mal kurz hier ganz kurz mal anmerken. 89er Wertung sogar, Alter. Krasser Scheiß. Warte mal, wir packen mal überall kurz die besten Spieler rein. Da will ich mal kurz schauen, auf was wir hier für ein Rating kommen. Könnte sein, dass wir auf 90 kommen. Warte mal, wer ist denn der Schlechteste jetzt hier? Ryan Giggs. Der Moment, wenn der Icon Schlechteste ist, ey, what? Das war's auch wieder, ey. Icon einfach schlechteste 90er Bewertung. Boah. Kann man machen, würde ich sagen, Leute, oder? Kann man mal machen. Okay, 5 Spieler haben wir noch. Ah, kommt wahrscheinlich. Boah, ich wollte gerade sagen, kommt wahrscheinlich jetzt kein guter mehr. Dann kommt sogar nochmal eine Icon. Nakata und Agi. Fernandino und Mono nehmen wir Nakata mit. Was soll der Geiz? Ey, 4. Icon, Alter. Was ist da los, Digga? Neuer Icon-Rekord ist da. Fast. Fast ist der neue Icon-Rekord. Da Hazard, Kostic, Sancho, Jorginho und Visca Mono. Nehmen wir Hazamit. Letzten 3 Spieler. Come on, gönn doch mal was. Gönn doch mal ein Icon. Bitte, bitte, bitte. Na, das sieht nicht nach einem Icon aus, Alter. Scheiße. Scheiße gelaufen, ey.
absolut scheiße gelaufen. Ich sag mal so, wir kommen auch nicht mehr auf volle Chemie, glaube ich, hier. Das wird nichts mehr. Ah, wir nehmen mal Umtiti, mit der uns auch nicht viel bringen wird, wenn man mal ehrlich ist. Aber was sollen wir groß anderes machen? Geht ja nicht viel. De Ligt bringt uns auch wieder nichts. Jordi Alba bringt uns auch nicht weiter. Die anderen bringen uns alle auch nicht weiter. Obwohl, warte mal. Ah, Azpilicueta, wo ist der kein Innenverteidiger? Scheiße. Ah, können wir Robertson mitnehmen, ehrlich gesagt. Obwohl Azpilicueta, glaube ich, sogar besser ist. Wir nehmen mal den mit. Für die Chemie könnte sein. Oh, Digga, was haben wir für Spieler, Alter? Jetzt ohne Scheiß, Mann. Richtig krank Spieler, Mann. Aber warte mal, ey, warte. Ich habe eine Idee. Leute. Ich weiß nicht, ob diese Idee aufgeht, ne? Aber wir probieren es mal. Wir haben ja Umtiti. Scheiße, ich hätte Dings mitnehmen sollen, Alter. Jordi Alba. Den hätten wir jetzt doch gebrauchen können, Alter. Mist. Na gut, jetzt hapert es wieder an den Innenverteidigern. Ehrlich gesagt. Aber na gut, kann man jetzt nichts daran ändern, ne? Wir machen es mal so. Na gut, jetzt liegt es an den Innenverteidigern. Ja, Ibra, Alter, läuft. Warte mal, haben wir keinen anderen? Den haben wir eben auf der Innenverteidigerposition. Ah ja, hier, guck. Mina bringt 9 und Azpilicueta bringt 6. Na gut, dann packen wir mal Cook rein erstmal. Ins Tor vielleicht. Ah ne, wir haben noch Dings. Ah, warte. Ich habe eine Idee. Man so. Könnte sogar noch auf 100 Chemie kommen, Alter. Mina. What? Digga. Bringt ja gar nichts, ey. Bringt eiskalt gar nichts, Mann. Na gut. Warte mal. Den können wir noch raustun. Für Ducouré. Aber viel bringt's nicht, ehrlich gesagt, Alter. Krass. Dann machen wir es wieder anders. Pass auf, so sind wir auf 92. Dann können wir auch wieder den Kollegen hier reinpacken. Naja, auf 100 Chemie werden wir nicht mehr kommen, Leute. Aber trotzdem ist ein nices Team, würde ich sagen, Leute. Ist ein nices Team. Das war's auf jeden Fall, ja. Lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Leute. Glocke aktivieren, täglich einschalten. So sind wir auf 95 Chemie. Kann man machen, Digga. Wir sortieren nochmal ganz kurz die Spieler. Wollen sie Bank eigentlich übertrieben heftig ist, ne? Muss man mir ehrlich sagen. Also wir haben schon paar stabile Spieler hier auf der Bank. So ist es ja nicht, ne? Und Pogba packen wir auch nochmal wieder zurück rein. Sagst du nämlich auf derselben Chemie. Ja, lasst gerne Like da, lasst gerne Abo da, ja. Macht die 1 Milliarde Likes voll, wäre auf jeden Fall fresh. Checkt auch noch gerne meinen Shop aus, ne? Nice Designs in Schwarz, in Weiß, als T-Shirts, Pullover gibt's in Rot, in Orange, in Grün, in Blau, in allen 4 Farben, Leute. Ihr wisst es ja, ne? Checkt's gerne aus, die alten Designs. Hier neue Designs auch noch. Und viele weitere Designs. Kissen, Kassen, Turmbeutel, nice LED-Lampen haben wir noch. Handyhüllen, Leute. Orange, Blau, Rot, Grün und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Checkt aus, wenn ihr Bock habt. Ich danke euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ein Chemiepunkt bringen alle maximal. Naja, haut rein. Trotzdem geiles Team und ciao.